Hallo? Jemand auf der Toilette? Nee, aber eine Kiste. Ah, mit Stoff. Also Stoff habe ich jetzt relativ viel. Ja, ich sammle gerade ein paar Tode. 10.000, ey. Ob sich das lohnt? Zehntausend ist halt schon eine Ecke, ne? Ich glaube, da kommen wir später wieder und gucken mit besseren Werkzeugen. Das, 10.000 ist hart. Ich setze genau in die andere Richtung. Mann, hier sind überall nur Gegner. Haut doch alle ab. Ich will doch nur meine Ruhe. Vor allem sind hier echt starke Gegner. Die mit den gelben Augen. Ich bin, glaube ich, gleich tot. Nein. Ich bin konstant ohne Ausdauer. Bin am Verbluten. Ich mag das nicht. Gut, ich bin eh gleich tot. Ich renne nach unten. Oh Gott, da rennt ein Wolf. Wir müssen hier weg. Ach, wirklich? Ja, es sind die mit den gelben Augen. Das sind die Wahnsinnigen. Oder die Wütenden oder wie sie heißen. Jo, das war's. Eieieiei. Ah. Vielleicht sollten wir echt noch nicht ins Schneegebiet. Hilfe. So, ich hole jetzt bei Zeug, dann renne ich nach Hause. Ja, Jamila und ich machen das schon. Wir kommen dir, glaube ich, sogar entgegen. Ja, ich muss nur gucken, wo mein Rucksack ist. Aber ich bin ja extra aus der Bank rausgerannt, damit ich nicht wieder reinrennen muss. Jetzt die ganzen Klamotten wieder aus? Nee. Warum ist mir dann so arschkalt? Ich hab mich gerade selbst vor dir erschreckt, Paddy. Ja, aber Habe ich wird schon es auch mal. gerade zu neblig, ne? Also ich glaube, hier zieht so eine Art Schneesturm auf oder sowas. Ja, geil. Vier Zombies um meinen Rucksack rum. Das ist nice. Oh, da vorne ist ein Wolf. Ist ein Du-Problem. Jeder für sich. Was ist das denn, So. Jamila? Ich folge euch. Die geheimen Wege oder? Das hat der deutsche TÜV so nicht abgesegnet. Da darfst du nicht lang gehen. Bei dem Eis und Schnee hier, da rutschst du einfach nur ab. Tu das nicht. Komm von der Brücke runter. Hallo Jamila, was ist das? Hab ich einen gebrochenen Arm? Ich glaube, der eine Typ hat mir noch einen gebrochenen Arm mitgegeben, weil warum nicht? Eben im Weglauf den Arm noch schnell gebrochen. Ja, kurz bevor ich dem den Kopf hab zerplatzen lassen. So. Das war auch, hätte er mich noch einmal getroffen, hätte er Oh, mich nochmal umgebracht, zum keine Ahnung wievielten Mal. nur nicht zu schnell den Berg runter, sonst macht's gleich und dann ist Bein wieder durch. Ach, das wird uns hier nie passieren. Ich weiß gar nicht, wie oft wir uns die Beine gebrochen haben das letzte Mal. Nein, gar nicht. So. Hier haben wir noch Ach Müll. nee, ich hab nur einen verstauchten Arm, keinen gebrochenen. So, wir müssen uns ja Warum ist echt denn ein das? bisschen, erst ein bisschen rüsten, bevor wir ins Schneegebiet gehen. Aber gut, Ja. wir haben es versucht. Und ein paar gute Sachen haben wir ja gefunden.
Es regnet. Na toll, danke Spiel. Ich weiß das zu schätzen. Jo, da fliegen mir die Ohren weg. Ich hab meine ganzen Sprit zusammen in eine Kiste. Irgendwie über ein paar Kisten verteilt. Ich glaube, ich muss den Spielsound ein bisschen leiser machen. Ich glaube, das wird alles ein bisschen sehr laut. Gesamtlautstärke. Ich mach die mal auf 70. Habe ich nicht angepasst, ne? Natürlich nicht, ich bin Idiot. So, da 70 anwenden. Also ich entschuldige mich für die Zuschauer, ne? Also bei den Zuschauern, nicht für die Zuschauer. Haben schon die ersten 4 Folgen alle mittlerweile abgeschaltet, weil einfach die Ohren explodieren. Ja, wir sitzen in Folge 3, Ende Folge 3. Wahrscheinlich, vermute ich. Ja, es war sehr laut bis jetzt. Teilweise vielleicht. So, ich habe ganz viel Zeug und das schmeiße ich jetzt erstmal alles in die Kiste. Wer schreit denn hier so? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ah. Jamila, bist du wütend? Eine Vermutung wäre. Dann ist sie das nicht. Du hockst an der Kiste, ne? Ja. Arbeite schneller. Gerade zu allem möglichen. Schneller. 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 Alle warten. Nur auf dich. Schneller. Schneller. Was ist das? Das ist Wasser. So, ich gehe was abbauen. Ich bin frustriert. Gehe ich Paletten hacken in der Zeit. Kisten. So ist es ja nicht. Ich guck gleich mal, was ich uns noch irgendwie craften kann, was vielleicht Sinn ergibt. Jetzt haben wir relativ viel Materialien gefunden schon. Beziehungsweise, was ich hier für Rezepte noch hab. So, was ist das hier? Trübes Wasser, das nehme ich mal noch. Zement, Sand, oh. Das hier? Kohle. Kohle kann ich ins Feuer schmeißen. Mach schon schneller. Mal. Ja, ja, ich beeile mich. Kaffeepulver, das ist schon mal nicht schlecht. Aber die würde ich sogar behalten wollen. Stoff haben wir jetzt relativ viel. Federn kann ich dir gleich noch geben. Ja. Wenn du Steine mitgibst. Brauchst du auch noch Steine, oder wie? Ja, ich habe keine mehr. Achso, ist aber ganz ehrlich, Steine solltest du an jeder Ecke finden. Also ich hab die letzte halbe Stunde habe ich mich, glaube ich, mit so vielen Zombies um die durch die Gegend geschlagen. Da habe ich auch, glaube ich, 2/3 meiner Pfeile glorreich ins Nichts gesetzt. Da einmal und zweimal. Das können wir nochmal reinschmeißen. Dann kann ich schon mal ein Wasser herstellen. So, was kann ich denn jetzt? Jetzt schauen wir erstmal. Ich habe wieder einen Punkt zu vergeben. Mache ich wieder auf Tragen. Erstmal haue ich mir alles bei Tragen rein, dass ich so viel schleppen kann, wie es nur geht. So, was habe ich denn jetzt hier für die Arbeitstische? Habe ich immer noch 2 von 5 bei der Schmiede. Aber bei Fahrzeuge habe ich schon ein bisschen was. Ich kann bald Fahrräder herstellen. Können wir eine Radtour machen? Können wir dann auch so cool von den Fahrrädern aus mit unseren Bögen schießen und noch mehr Pfeile ins Nichts setzen? Nee, aber wir sind schneller unterwegs auf jeden Fall. Das ist ja langweilig.
Hat schon Vorteile. Nein. So, was könnten wir denn bauen? Ich sag mal, alles steht und fällt mit der Schmiede im Endeffekt. Richtig. Das heißt, wir brauchen die Hefte. Wir müssen uns irgendwo gleich mal irgendwie Ortschaften oder irgendwas suchen, wo wir... Nee, das war ja schon an sich gar nicht so schlecht, dass wir gerade da in der Stadt unterwegs waren. Ja, aber wie gesagt, Schneegebiet ist halt echt, das ist so ein bisschen, ja, kann glaube ich fast schon sagen Endgame-Gebiet. Da musst du schon ein bisschen mehr drauf haben als wir. Wir sind halt einfach nur, wir haben halt einfach nur die Items nicht. Wir sind so gute Spieler. So, ich hab noch einen Grillrost. Naja, dass wir da eigentlich mit klarkommen würden, aber wir brauchen halt die besseren Items. Das liegt nicht an uns. Ah, gegrilltes Fleisch kann man auch herstellen. Da fehlt uns aber noch, das ist noch verschlossen, da fehlt uns noch ein Rezept. Ja, das... Oder irgendwie müssen wir, oder wir müssen das noch skillen, ich weiß es nicht. Weil Fleisch wäre nicht schlecht. Ich denke mal, Tiere laufen ja immer mal wieder hier rum. Ich möchte noch meinen Genozid an Hühnern weiter vorantreiben. So, wo können wir denn jetzt mal hinlaufen? Einfach mal in die Richtung. Ich schau mal, was ich da finde. Ja. Lass da hin. Okay, ja, ich komm, ich folge. Ich eile zu euch. Aber spannende Frage. Sicher, dass wir das jetzt machen wollen, wenn gleich Nacht wird? Ja gut, aber ansonsten können wir jetzt nicht so viel machen gerade. Auf der anderen Seite. Also wir könnten ja mit dem bisschen Materialien, was wir haben, ein bisschen unsere Unterkunft ein bisschen verbessern, aber allzu weit kommen wir damit auch gerade nicht. Ich habe jetzt noch ein paar Federn mir hier geschnappt. Da unten haben wir... Steine. Da ist ein Laden. Das ist soweit mal nicht schlecht. Und ich sehe hier mal keine Totenköpfe. Das ist was falsch. Das geht doch nicht. Oh, meine Axt. Reparieren. Just in dem Moment ist meine Axt natürlich auch kaputt, ne? Ja, ich bin schon froh, wenn wir irgendwann bessere Werkzeuge haben. Da macht das... Vorsicht, Jamila! Vorsicht! Da macht das auf jeden Fall ein bisschen mehr Spaß. Vor allem, wenn wir elektrische Werkzeuge haben. Die sind zwar ultra laut. Also da muss ich dann hier echt ein bisschen was leiser drehen. Die sind ultra laut. Aber das geht halt voll schnell. Da hältst du hier so einen Bohrer an so eine Tür. Das geht... zack. 2-3 Sekunden ist die Tür offen, ne? Ist schon nicht schlecht. Wenn die Zombies dann immer noch so lange brauchen, um aufzuwachen, dann habe ich damit absolut gar kein Problem. Ja, wie gesagt, es gibt ja unterschiedliche Zombies. Gibt die normalen. Dann gibt es die mit den gelben Augen, die sind ein bisschen wilder. Dann gibt es noch so grüne, leuchtende. Die sind halt noch aggressiver. Ich weiß aber nicht, ob die nur kommen bei Blutmond. Das weiß ich nicht. Und da gibt es halt die verschiedenen Arten. Es gibt welche, die springen ziemlich viel. Welche, die normal laufen. Es gibt welche, die
sind robuster, manche sind schneller. Manche können kotzen. Na komm. Hier sind sie doch irgendwo, oder? Jetzt nie im Leben so ein Dach ohne. Ah ja, da sind sie. So, was haben wir hier alles Schönes? Hier waren wir hier ein paar gute Kisten. Interessant, ich habe sie angeschossen, die fallen durchs Dach durch. Wer? Die Zombies. Okay. Jamile, wie das mit den Holzkissen geht, weißt du, oder? Ja, anscheinend. Ich glaube, ich habe so ein paar Zombies zu euch geschickt, möglicherweise. Ah, ich verstehe, warum die da durchgefallen sind. Weil, wenn du da über das Glas läufst, was über dir ist, dann geht es einfach kaputt. Das könnte sein, ja. Das könnte nicht sein, das ist so oder so. Da kannst du durchpieksen. Durch das Loch. Ah, oh, oh, oh. Nein. Nichts, Jamila, nichts. Ich esse rein gar nichts. Ich wüsste nicht. Zu Hause haben wir noch Muni. Ah, du hast dabei, wie es aussieht. Ah, da kommen die nächsten Mitarbeiter. Und die bringe ich erstmal um. Na, perfekt. Ha. Bist unser Kanonenfutter. Ja, ich merke schon. Ich höre nur, wie er die ganze Zeit irgendwas abklöppelt. Ne? Du machst das super, du lenkst sie gut ab. Ja, jetzt rennen die aber garantiert zu euch, also. Nein, die warten. Auf dich. So, ich finde die ganze Zeit Magazine, das finde ich auch super, aber ich glaube, das sind nicht die, die ich brauche. Ich habe übrigens Schlüssel gefunden und alles geöffnet. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Hallo. Hä? Gib mir doch mal alle nicht auf den Sack. Ich weiß nicht, ob das so geil war, dass ich hier irgendwie alle Türen geöffnet habe. Das sind die Loot-Säcke, die ich meinte. Da ist immer gutes Zeug bei den Zombies drin. Ja. Musst du sehen. Ich habe gebrochenen Knochen. Nicht gut. Was habe ich denn da gefunden? Egal. Komm hier zu uns, ich hab die Kiste klöppeln. Eisenbolzen für eine Armbrust gefunden. Ich glaube, du kannst besser mit der Axt draufhauen, Jamila, als mit deinem Hammer. Wenn ich mit der Axt hau, dann geht meine Ausdauer nur so ganz, ganz langsam runter. Ich glaube, Ausdauer kann man aber auch skillen.
Ich bin mir nicht sicher. Möglich. Oh, 55 Pfeile kann ich basteln. Sehr schön. Wer hat Jamila eigentlich die Waffe gegeben? Wieso? Ich weiß nicht. Findest du das keine gute Idee? Also ich sag mal so, bis dato hat sie mich noch nicht angeschossen. Von daher kann ich bis dato noch nicht sagen, dass es eine schlechte Idee war. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, ne? Also, zu mir war sie bis jetzt nett, mir hat sie nichts gemacht. Ich weiß nicht, was ihr da schon wieder für einen Krieg ausführt. Ich glaube, ich bin gleich down. Ich kämpfe bis zum Schluss, jetzt ist vorbei. Oh, Achievement, stirb 14 Mal. Ja, nice. 14. Hey, das bin ich denn nicht. Das hast du schon voll, oder? Ne, ich glaube nicht. Zu meine Pfeile. Da waren gleich meine Pfeile. Ist das. Wo ist mein Rucksack? Nee, das ist Pennys Zeug. Okay. So, die sind hin. Man sieht hier halt so wenig. Nice. Das sehe ich gerne. Mann, Jamila, jetzt hast du schon die Waffe. Jetzt schütze mich doch. Auch nett. Ist ein guter Laden. Gefällt mir. Hat schöne Sachen. Und vor allem hat er viel Klamotten. Ist ein Klamottengeschäft. Also falls ihr euch hier schick einkleiden wollt, ne? Die Möglichkeiten sind da. Das ist hässlich, das zerlegen wir mal, das zerlegen wir mal. Tragen. Nee, dann trage ich lieber die. Und die zerlegen wir. Also ein schönes Flanellhemd. Wenn ich zu den Dingens passe, zu den Holzfällern. Vielleicht machen sie dir da nichts mehr. Einer von uns. Bestimmt. Wütende Kunden. Ah, die Preise hier sind nicht gut. Die Kundschaft tobt. Aber die haben halt echt nur Klamotten hier. Das um die Ecke. Die Klamotten sind halt scheiße. Die will ich nicht. Och Mann, jetzt verblute ich echt oder was? Brauchst du einen Verband? Nö. Das hat sich gerade erledigt, das Problem. Eklig, wie die immer da so und schmatzen dann ein. Schmatz, schmatz, schmatz. Oh, ich habe 4 Blaubeeren gefunden. Wenn das nicht Och, geil Mann. Ist.
Jetzt ist die alte Krankenschwester natürlich wieder rausgerannt. So, aber ich glaube, das Beste habe ich schon gefunden hier, ne? Ich glaube, viel krasseres Zeug werde ich hier nicht finden. Jetzt kommt die Krankenschwester hier an. Wer hat die hier reingelassen? Nee, die war noch drin. So. Jamila, was hast du eigentlich für... doch nicht alle auf den Sack. Jamila, was hast du eigentlich für Muni? Schrot? Brauchst du die? Okay, alles klar. Bin am Abbluten, was ist hier los? Erstmal Verband rum. Gib mir meine Pfeile wieder. Mann, ey. Ja, ich habe relativ viele Armbrustbolzen, wenn du jetzt eine Armbrust hättest. Ja, Armbrustbolzen habe ich auch 20 Stück. Aber ich habe auch 34 Eisenpfeile, also. Kannst du die nicht nutzen? Nee. Ah, schade. Oder zumindest präferiert er immer die Steinpfeile. Ich weiß nicht, wenn die weg sind, ob er die dann benutzt. Wenn du R gedrückt hältst, kannst du dann vielleicht Muni wechseln? Ah, jo. Ah, siehst du, ich hatte noch was im Hinterkopf irgendwie. Siehst du. So, hier war, glaube ich, noch irgendwo so ein schönes Flanellhemd. Oder. Nee, nicht Flanell. Irgendein Hemd, was ich mir nehmen wollte. Also, was ich nur empfehlen kann, wenn ihr Klamotten habt und sagt, gut, ich brauche die nicht, weil die sind hässlich, zerlegt sie. Aua. Dann kriegt ihr Stoff und aus Stoff könnt ihr wenigstens. Ja, das war's für mich. Normale Verbände machen. Dass, wenn ihr blutet, dass ihr euch dann wenigstens gleich einen Verband rumklatschen könnt, dass ihr nicht verblutet. Wenn ihr Aloe Vera findet, das könnt ihr dann auch mit einem Verband kombinieren, dann habt ihr auch einen Verband, der euch heilt. Der das Leben wieder hochpusht. Ja. So. Ich muss mich gerade wieder mit meinem Endgegner beschäftigen. Sich bewegende Zombies. Wo ist der hin? Ach hier, der ist tatsächlich davon umgefallen. Mensch. Das hatte ich jetzt nicht gedacht. So, zerlegen. Selbst hier in dem Spiel, wo so Geld absolut nichts wert ist, selbst hier sind die ganzen Kassen leer. Ganz nichts wert stimmt nicht, ne? Also. Es gibt Automaten, wo du für das Geld ein bisschen was kaufen kannst. Hau doch ab, Junge! Geh mir nicht auf den Sack! Du.
Der ist leer. Da, So. Wie sehe ich denn eigentlich mittlerweile aus? Müssen wir mal angucken. Oh, bin ich ein Hübscher, du. Vor allem mit diesen komischen Dingern auf den Oberschenkeln, ey, ich sehe aus. Sieht besser aus, die? Ja, damit sehe ich muskulöser aus. Bin ich cooler. Da ist gerade so ein fetter Oger in den Laden reingerannt. Ja, ne, sieht besser aus. Direkt. Oh, danke schön, danke schön. Ich habe leider keine für dich dabei, aber ich glaube, in der Kiste zu Hause haben wir noch welche. Also mit den Armbrustbolzen kannst du jetzt immer noch nichts anfangen, wahrscheinlich. Ja, die gehen ja nicht auf den Bogen. Warum? Die muss ja auf... Mach die da einfach drauf. Armbrustbolzen sind. Mach da eine Kerbe hinten rein und klemm die dazwischen.